Liebe Freundinnen und Freunde des Roten Kreuzes, liebe Spender, wir stehen vor einer großen nationalen Aufgabe, Menschen, die vor Krieg und Verfolgung flüchten, zu helfen und ihre menschenwürdige Unterbringung, Versorgung und Betreuung zu gewährleisten. Um helfen zu können, sind wir auf Spenden angewiesen. Und mit ihrer Hilfe können wir medizinische Hilfe leisten und Hilfsgüter verteilen. Natürlich können Sie sich auch darauf verlassen, dass wir in Deutschland notleidenden Menschen beistehen, Flüchtlingen, aber auch Mitmenschen, die in der Weihnachtszeit einsam sind, sehr arm oder sogar obdachlos. Dieser Einsatz wäre ohne Ihr Engagement nicht zu meistern. Deswegen sage ich noch einmal herzlichen Dank und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest.